Und das sind die Teilnehmerinnen. Auf der Bahn 1, da sehen wir die deutsche Meisterin mit der 3x800 Meter Staffel vom TSV Bayern 04 Leverkusen, Lena Menzel. Auf der Bahn 2, die dritte der U20 Europameisterschaften von 2011 mit der Staffel, Christina Zwirner, Turnverein Erkelenz. Auf der Bahn 3 die Vorlaufschnellste und zweimal Vierte bei deutschen Juniorenmeisterschaften 2010 und 2011. Der LG Neckar Enz, Daniela Ferenz. Auf der Bahn 4 die Halbfinalistin der U20 Weltmeisterschaften von 2010 und zweitschnellste der Vorläufe von TSV Bayern 04 Leverkusen, Julia Schäfers. Auf der Bahn 5 die deutsche Junioren-Vizemeisterin des vergangenen Jahres über 200 Meter, Ruth Sophia Spellmeier, VfL Oldenburg. Und auf der Bahn 6 vom Leichtathletikteam der Deutschen Sporthochschule Köln, Lara Hoffmann. Das A-Finale, 400 Meter der Junioren. Das A-Finale, 400 Meter der Juniorinnen. Ganz außen Lara Hoffmann, die Kölnerin. Lara Hoffmann ganz außen, kann sie das halten? Da kommen sie, auf den Bahn, 3, 4, 5. Daniela Ferenz, Julia Schäfers, Ruth Sophia Spellmeier, auf der 3, Daniela Ferenz,